Und vom modernen Bezahlen kommen wir zum alten Bauen. Sonntag ist Tag des offenen Denkmals und dann kann man überall so historische, wunderschöne Straßenzüge anschauen und besichtigen. Das ist toll, wenn jedes Haus seine eigene Geschichte hat, solange man es nur angucken muss. Wehe, Sie wohnen da drin oder Ihnen gehört so ein Haus, dann könnte es sein, dass Sie bei dem Wort Denkmalschutz schon Gänsehaut bekommen, weil Sie mal erlebt haben, wie kompliziert das Leben werden kann, wenn sich die Behörde einschaltet. Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht und besonders schlimm ist dann, wenn man plötzlich die Finger vom alten Fachwerkhaus lässt oder das Ganze sogar lieber abreißen lässt. Denkmalschutz. Begehrte Auszeichnung oder einfach ein anderes Wort für Ruin? Der Denkmalschutz kann uns zwingen, dieses Haus so zu erhalten, dass es so stehen bleibt, wie es jetzt ist. Denkmalschutz. Ermöglicher oder Verhinderer? Kirche vor Ort wird untergehen, wenn sie sich an dieser Stelle nicht verändert. Ohne Denkmalpflege hätten wir in den Städten heute nur noch Investorarchitektur. Umso leichter gesagt, wenn man für diese Kirche in bester Innenstadtlage zuständig war. Barbara Schock-Werner, langjährige Dombaumeisterin in Köln, weiß natürlich, wovon sie redet. Der Dom lebt schließlich davon, Denkmal zu sein. Und Gelder zum Erhalt gibt es reichlich. Wir kommen auf den Dom noch zurück. Aber was ist mit kleinen Denkmalbesitzern ohne viele eigene Mittel? Benno Sökeland aus Sassenberg im Münsterland etwa. Er fühlt sich von einer undurchsichtigen Denkmalbürokratie drangsaliert. Dann habe ich gefragt, wer sind denn die Mitarbeiter in Münster, die das entscheiden? Da wurde mir gesagt, es wäre nicht üblich, dass die Denkmalbesitzer mit dem Amt sprechen. Ausschließlich die untere Denkmalbehörde, also die Stadt Sassenberg, sei Ansprechpartner für ihn mit seinem geerbten Fachwerkschätzchen. So, gehen wir mal rein. Hier ist das alte, die alte Küche, Waschküche. Das Haus ist von Mitte des 19. Jahrhunderts von meinem Urgroßvater gekauft und umgesetzt worden. Dann war es eine Weile der Familienwohnsitz der Sökelands. Hier war so eine Art kleiner Laden. Hatte meine Oma oder Urgroßoma hat hier was, also Lebensmittel verkauft. Bis 1998 war das Haus vermietet. Doch es war nicht mehr zeitgemäß nutzbar. Keine ausreichende Deckenhöhe, winzige Räume, aber große Ansprüche des Denkmalschutzes. Ja, es könnten ja höchstens nur Kinder drin wohnen hier. Ich habe Folgendes gemacht, ich habe mal zur Schönheit die Fenster gestrichen. Und da habe ich Baumarktfarbe genommen. Da wurde ich schon angeschissen. Weil ich das nicht durfte. Ja? So ist das hiermit auch. Hier darf nichts geändert werden. Hier kann nur ein Museum entstehen. Oder was weiß ich, keine Ahnung. Kann ja nicht die ganze Welt zum Museum machen. In seiner Verzweiflung hat er einen Abrissantrag bei der unteren Denkmalbehörde gestellt. Die sitzt direkt gegenüber, im Rathaus von Sassenberg, und verlangt erst mal Unterlagen. Wir müssten jetzt ein Gutachten erstellen. Das kostet 1.400 Euro ungefähr. Das Geld muss ich auch irgendwo herziehen. Ich hab's nicht. Ich muss es auch erst aufnehmen. Das Gutachten wurde inzwischen eingereicht. Abrissreif, so das Urteil. Akribisch werden Bauschäden wie Pilzbefall aufgelistet. Alles vergeblich. Mittlerweile ist nämlich die Antwort der unteren Denkmalbehörde eingetroffen. Darin heißt es, das Gutachten ist weder geeignet, dem Haus seine Denkmaleigenschaft abzusprechen, noch eine Abgängigkeit bzw. Nichterhaltungswürdigkeit darzulegen. Im Gegenteil, es wird auch noch Handlungsbedarf angemahnt wegen der Schäden, die das Gutachten beschreibt. Sollte ein holzzerstörender Pilz vorhanden sein, birgt dies eine konkrete Gefahr für das Gebäude. Ich bitte Sie daher, mir bis zum 20.08.2021 die Stellungnahme eines qualifizierten Sachverständigen, zum Beispiel für Holzschutz, einzureichen. Denkmalschutz, der die Besitzer ruiniert, das ist eher selten. Aber schwierig wird es oft. Reinhard Zech vom Verband Familienbetriebe Land und Forst NRW ist Eigentümer dieser alten Mühle, ein Industriedenkmal aus dem späten 19. Jahrhundert. Das ist eins von ungefähr 80.000 Denkmälern in Nordrhein-Westfalen. Davon sind die meisten, ungefähr 85% bis 90%, im Privatbesitz. Und die wirtschaftliche Nutzung ist oft kaum möglich.
Das ist so aufwendig, dass viele Denkmaleigentümer an die Grenzen der Rentabilität kommen bzw. mit diesen Denkmälern Verluste machen. Kein Thema für die Kirche und Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner. Doch auch sie sagt ganz klar: Also man darf auch Denkmalpflege nicht zu fundamentalistisch betreiben. Nach diesem Motto hat sie am Kölner Dom viel erreicht. Dazu später mehr. Wenn die Kirche aber nicht ganz so berühmt und der Standort nicht ganz so zentral ist, sieht die Sache schon etwas anders aus. Wir sind in Ibbenbüren, St. Ludwig. Außen 50er Jahre, innen, tja, hier wurde in den 70ern schon mal gründlich aufgeräumt. Der bekannte Maler Ruprecht Geiger hat damals diesen Punkt gesetzt. Pfarrer Martin Weber und die Kirchenspinner, eine engagierte Gruppe innerhalb der Gemeinde, haben jetzt einiges mit diesem ungewöhnlichen Raum vor. Der rote Punkt, der krasse Chorraum, das ist etwas, das können wir nicht mehr toppen. Das würden wir auch gerne behalten wollen. Ansonsten soll alles anders werden. Kirche einer neuen Zeit wollen sie hier sein. Alles andere raus. Freier Raum. Wenn dann ein Altar gebraucht wird, dann rollen wir ihn rein. Wenn die Maria gebraucht wird, dann rollen wir sie rein. Das sieht allerdings der Denkmalschutz etwas anders und will die gesamte Kirche im Ist-Zustand unter Schutz stellen. Nichts soll mehr verändert werden dürfen, der Altarraum nicht und auch die alten Bänke aus den 50ern nicht, die nur deswegen drin geblieben sind, weil es bei der letzten Renovierung in den 70ern zu teuer war, sie auszutauschen. Pfarrer Weber ist entsetzt. Weil wir etwas Wesentliches verändern wollen und weil wir etwas verändern müssen, damit wir unsere Religion hier zukunftsträchtig in der Stadt ausüben können. Sonst können wir dicht machen. Denkmalschutz? Nein, danke. Das ist die Haltung der Kirchenspinner. Aber geht das überhaupt? Kann man als Eigentümer sagen, gute Idee, lieber nicht? Brigitte Jans von der Stadt Ibbenbüren klärt uns auf. Genau das geht nicht, sondern es ist so, dass es anhand von objektiven Kriterien festgelegt wird, ob eben dieser Denkmalwert besteht. Wenn er besteht, dann ist es unabhängig von dem Wunsch des privaten Eigentümers. Ein Angebot also, das man nicht ablehnen kann. In St. Ludwig allerdings wollen sie sich wehren. Deswegen haben sie die Stadt jetzt verklagt. Begründung, sie würden in ihrer Religionsausübung behindert. Aber wer entscheidet denn nun in Denkmalfragen? Der Behördenaufbau ist eigentlich ganz einfach. Die unteren Denkmalbehörden bei Städten und Gemeinden entscheiden. Die oberen Denkmalbehörden bei den Kreisen dagegen führen nur die Aufsicht über die unteren Denkmalbehörden, während die oberste Denkmalbehörde, das Ministerium für Heimat, Bau und Gleichstellung, die Aufsicht über die oberen und die unteren Denkmalbehörden führt. Das ist aber noch nicht alles. Die Denkmalpflegeämter der Landschaftsverbände haben die eigentliche Fachkompetenz. Mit ihnen müssen sich alle in Denkmalfragen ins Benehmen setzen. Denkmalbesitzer selbst erfahren allerdings oft, das kann dauern. Susanne Hielscher und Stefan Heckmann haben das auch erlebt, nachdem sie dieses alte denkmalgeschützte Feuerwehrhaus in Velbert-Neviges 2014 entdeckt und nach langen Verhandlungen mit der Stadt 2016 gekauft haben. Stefan Heckmann ist Bauprofi, selbstständiger Zimmermann, Susanne Hielscher Polsterin. Hier sollte eigentlich längst ihre Werkstatt sein, aber... Wir haben jetzt tatsächlich fast 5 Jahre gebraucht, um die Baugenehmigung zu bekommen. Das war also eigentlich nicht so geplant. Wir hatten uns vorgestellt, dass es tatsächlich wesentlich schneller geht. Streitpunkt war unter anderem die Zwischendecke, eine Holzkonstruktion aus der Entstehungszeit um 1900. Wir hatten uns vorgestellt, die Decken zu ertüchtigen, in Sachen eine Betondecke einzubringen. Und da haben wir relativ lang mit dem Denkmalamt gekämpft. Und leider verloren. Immerhin wäre mit der Betondecke das Thema Brandschutz erledigt gewesen. So muss die Decke saniert und dann feuerfest verkleidet werden. Das heißt, man sieht am Ende gar nichts mehr. Bei der Denkmalbehörde der Stadt Velbert ist man sich dessen bewusst. Man sieht so vieles nicht. Wissen Sie, ich kenne Vorgaben, da musste man Kälberhaar in Lehm reintun und mit irgendwelcher Ochsenblutdunke bestreichen. Das sieht auch keiner.
Was Zimmermann Stefan Heckmann allerdings sehr wohl gesehen hat bei der ersten Begehung damals, die durchgefaulte Balkendecke und die fehlende Dachpfanne. Die erste Tätigkeit war, eine Pfanne einzudecken, weil die seit, weiß ich nicht, 25 Jahren fehlte. Und dadurch ist der Wasserschaden entstanden. Besitzer des Gebäudes damals, die Stadt Velbert. Was haben Sie eigentlich für das Denkmal getan? Wir haben das Gebäude erhalten, ja. Wir haben aber keine weiteren Schritte unternommen, weil wir für die Zukunft eben diese Spezialimmobilie Feuerwehr nicht mehr benötigen. Und insofern haben wir es vom Grunde nur instand gehalten, ohne weitere zusätzliche Aufwendungen. Die verlangt die Stadt in Gestalt ihrer unteren Denkmalbehörde jetzt den neuen Besitzern ab. Stefan Heckmann und Susanne Hielscher wollen aber auch nach 5 Jahren weitermachen. Wie gesagt, hier ist noch sehr viel Arbeit. Denkmalschutz als Verhinderer? Wir sind noch einmal am Kölner Dom. Barbara Schock-Werner zeigt uns am neuen Eingang zur Turmbesteigung, wie man kreativ und modern mit denkmalgeschützter Substanz umgehen kann. Mitten durch die mittelalterlichen Fundamente des Südturms musste der Eingang getrieben werden. Die Frage dann war, wie kommt man da durch? Die Fundamente wurden ausgebohrt. Es entstand ein spektakulärer Zugang tief unter Kölns berühmtestem Bauwerk. Probleme mit dem Denkmalschutz? Damals nicht. Doch Jahre später... Da hat sozusagen die jetzige Landeskonservatorin mir erklärt, mit mir hätten sie das nicht gemacht. Das ist Zerstörung von Originalsubstanz. Denkmalpflege. Immer auch eine Frage der Perspektive.